Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Und wir sind im Nether, bei der Netherfestung, ne, in der letzten Folge angekommen. Nach einer ganzen Weile suchen. Und wir machen jetzt hier weiter und gehen in dieser Folge in die Festung rein. Und dazu werden wir erstmal gucken, dass wir hier erstmal runterkommen. Ohne abzustürzen, wenn es geht. Na gut, hier sieht es so aus, als wenn man sich hier noch runterbauen kann. Wir haben mittlerweile auch Steinspitzhacken, weil ich meine, die Diamantspitzhacke kaputt gegangen ist. Gut, hier müssten wir eigentlich rankommen. Ah, noch nicht ganz, hä? Doch. Funktioniert. Sehr gut. So, und dann werden wir uns hier mal wieder unseren Wegpunkt machen, damit wir den richtigen Weg wieder nach oben finden, ne? Ich denke mal, ein, zwei Folgen werden wir schon auch in der Netherfestung drin sein und dann sollten wir das nicht vergessen, wo wir wieder hoch müssen. Wäre natürlich blöd. Ja, wir werden uns gleich mal... Hier kommen wir ja schon mal rein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich mache mir hier auch immer wieder Bruchstein hin, damit ich dann den richtigen Weg zurückfinde, ne? Gut. Bin mal gespannt, was hier so abgeht. Oh, das ist schon die erste Lohe. Das ist natürlich jetzt überraschend. Wollen wir mal versuchen, die mit Pfeil und Bogen erstmal kalt zu machen. Ich treffe, glaube ich, nicht. Ist die weg? Die ist, glaube ich, despawned, ne? Oh, hier haben wir die erste Truhe. Goldharnisch. Ja, wir sind auch schon wieder ziemlich voll, ne? So, und irgendwie habe ich hier ganz schön Schiss. Die sind, glaube ich, über uns. Und ich höre wieder Skelett auch schon. Gut, das Goldzeug, das lassen wir jetzt mal hier. Wie sehen eigentlich unsere Schuhe aus? Ja, unsere Rüstung sieht generell noch sehr gut aus. Da sind die Lohen. Gut, die hat auch eine Lohnroute gedroppt. Da werden wir gleich mal gucken. Ja gut, das ist eigentlich blöd, dass ich das mit Bruchstein mache jetzt. Die holen wir uns gleich mal. Oh, 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 oh. Gut, wir haben die erste Route. Gucken wir jetzt erstmal, dass wir uns wieder aufladen. Wir haben die erste Lohnroute. Das ist gut. So, hier müssen wir dann wieder raus, ne? Genau, hier mache ich mir mal eine Fackel hin, dass ich in diese Richtung hier muss. So. Haben wir eigentlich noch? Das sind unsere letzten Fackeln. Na, aber gut, das wird schon auch reichen. So, hier haben wir weinende Obsidian. Wir sind übrigens noch in der 1.21. Ich werde mich dann demnächst auch darum bemühen, dass wir für die 1.21.3 Shader
Ich glaube, den Shader kann ich weiter benutzen, aber dass ich da wieder diese ganzen oder die paar Mods, sagen wir mal paar Mods, ne, das sind ja nicht viele, die ich hier in der 1.21.1 drin habe, dann auch wieder dementsprechend in die 1.21.3 mit reinbekomme. So, hier haben wir gerade gelootet. Haben wir nichts Besonderes rausgeholt. Und hier muss doch irgendwo der Spawner sein, oder nicht? Das sieht irgendwie weird aus hier. Ah, da ist er. Alles klar. Alles klaro. Machen wir uns mal ein kleines bisschen Sicherheit. Denn ich möchte nicht sterben. Gut, die hat keine Route gedroppt. Dafür hat die aber, glaube ich, zwei. Komm, erstmal Rückzug. Gut, die zweite haben wir. Ja, das bisschen Feuerschutz, was wir oben haben, ich glaube Feuerschutz 2, ne, das hilft jetzt nicht so viel. Genau, Feuerschutz 2 auf der Hose. Ah, ich habe sie gerade noch gesehen, aber da war schon zu spät. Hat auch nicht gedroppt scheinbar. Zwei Routen erst. Na gut, wir haben auch kein Looting und nichts auf dem Schwert, ne? Wir haben immer noch nur zwei. Ne, drei haben wir. Aber 3 ist noch so gut wie gar nichts. 12, 15 Stück sollten wir schon mitnehmen. Vielleicht sogar auch 20. Ne? Das ist schon dann eine gute Menge. Okay, Überraschung. Oh, jetzt kommt hier Louis noch. Ist natürlich nicht so gut. Aber auch die hat wieder nicht gedroppt. Auch nicht. Aber das macht sich gut hier gerade. Wenn hier nichts anderes noch dazu kommt, was uns an die Wäsche will, dann sieht das ganz gut aus, ne? Ich glaube, die Lohn stört das auch nicht. Aber gut, das ist natürlich unerwartet gewesen, dass die gleich so hoch steigt. Habe ich keine Pfeile mehr? Tatsächlich, wir haben keine Pfeile mehr, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Oh.
Das ist natürlich nicht so gut, ne? Ohne Pfeile ist natürlich sehr bescheiden. Wo sind denn die? Verdammt! Immer noch nur drei. Die gönnen auch gar nicht, ne? Okay, jetzt haben wir vier. Wir schauen mal noch ein Stack. Wenigstens das. Und wir haben jetzt fünf. Nummer 6 und Nummer 7. Erstmal wieder die Gesundheit hoch generieren lassen. Gut, dann mal gleich noch einen Fisch. Na komm schon, let's go. Sieht das erstmal wieder gut aus. Immer noch 7. Nummer 8. Nummer 8 ist am Start. Sehr, sehr nice. Ach, versteckt sich wieder. Wo ist er denn? Ist sie hier irgendwo? Die nächste bitte. Aber Widder-Skelett habe ich noch gar keine gesehen. Na gut, die brauchen wir jetzt auch noch nicht unbedingt gleich. Ist ja das Freundchen wieder. Oh, nicht hier runterfallen. Aus Versehen. Das wäre sehr fatal. Aber gut. Sollte nicht passieren, ne? Gut, Nummer 9 und Nummer 10 ist am Start. Sehr nice. Das freut mich. Na komm her, meine Gute. Das ist auf jeden Fall Nummer 11.
Nee, Nummer 12 sogar. Nummer 11 und Nummer 12 besser gesagt. Das rockt. Das rockt. Das sieht doch gut aus. Fabelhaft. Sehr, sehr gut. Mit 12 haben wir normalerweise, würde das erstmal schon reichen. Genau, Nummer 13 wollte ich doch sagen. Ich habe doch gehört, wie sie reingedroppt ist ins Inventar. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens die Lohnstäbe schon mal. Die Lohnruten. Wir haben 31 Level mittlerweile. Die sollten wir nicht wieder verlieren, ne? Dafür sind wir ja bekannt, dass wir die ganz gerne mal verlieren. Aber diesmal nicht. Dieses Mal auf jeden Fall nicht. Hier geht die Festung auf jeden Fall auch noch dicke weiter. Gut, das ist Nummer 14. Vielleicht bekommen wir noch 2, 3, 6... Genau, das ist Nummer 15. Very good. Ja gut, also... Feuerschutz 2 macht schon auch Sinn, ne? Ich nehme alles zurück. Ansonsten werden wir schon mitgenommen, ne? Also. Oh, jetzt wird's. Nee, weg hier, weg hier. Wir haben 16. Oh. Jetzt hat sie sich verpisst. Very good, 18. Aber bis jetzt noch kein einziges Wither-Skelett. Gehört habe ich, glaube ich, welche. Das können aber auch normale Skelette gewesen sein. Keine Ahnung. Nummer 19, Nummer 19. Ich würde mal sagen, mit 20 geben wir uns erstmal zufrieden. Haarscharf, ne? Brenzlig. Aber wir haben unsere 20. Einmal gehen wir noch durch, glaube ich. Und dann gehen wir noch mal ein Stück weiter. Oh. 21. Let's go. Fisch am Start. Reingehauen. Gesundheit hochgeneriert und dann geht's fröhlich weiter.
ohne zu sterben. Das Schwert ist ganz schön mitgenommen, ne? Gut, Leute, wir geben uns jetzt zufrieden. Stück sollten erstmal eine Weile reichen. Gut, Leute, wir gehen mal zufrieden, ne? So, ich würde sagen, wir gehen mal gleich hier weiter, weil wir ja hier gesehen haben, dass hier die Festung noch ganz schön dicke zu scheinen seint. Zu sein scheint, ne? Besser gesagt. Ja, komm, die holen wir uns noch. So, dann haben wir gleich noch 23. Haben wir eigentlich noch Bruchstellen? Jawohl, haben wir noch ein Stack. Das ist gut. Ah, du willst wohl auch noch. Hast du eine Lohnroute für mich? Nee, hat sie nicht. Die droppen ganz schön XP, ne? Das ist schon nicht verkehrt. Boah, jetzt wird's heftig, ne? Aber wir haben 25 mittlerweile, ne? Die gute jetzt. Da sind wieder Skelette, Leute. Oh, aber ein Louis auch, ne? Die wieder Skelette müsste man schaffen, hierher zu locken, denn die sind ja 2,5 Blöcke hoch. Das heißt also, kommen hier nicht durch, ne? Ja gut, Schädel werden sie jetzt eh erstmal nicht droppen, aber wenn wir ihn sehen, können wir es ja mitnehmen. Ach, jetzt hat es mich auch noch erwischt. Hat es nicht gedroppt. Wo ist denn der Louis jetzt? Ich will mal Return to Slender machen. Der sieht mich gar nicht, der Affe.
Da sieht man den Unterschied, ne? Das normale Skelett, das ist 2 Blöcke hoch und das Widder-Skelett 2,5. Der große Bruder. Ja, das macht sich scheinbar ganz gut. Hier kommt er nämlich nicht durch und kann uns nicht so schnell erwischen. Sehr gut. Okay, aber Schädel werden wir jetzt erstmal keinen bekommen, ne? Und ich würde sagen, wir gucken uns da hinten jetzt hier den Teil mal an, obwohl wir können hier reingehen, genau. Gut. Okay, hier kommen wir aber erstmal nicht weiter, ne? Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Können wir doch mal gucken, dass wir hier reinkommen. Können wir uns eventuell auch gleich nochmal ein bisschen Glowstone mitnehmen. Gut, neue Rezepte, ist klar. Tja, aber wie... Geh mal raus hier, Digga. Das habe ich nicht für dich gegraben. Vielleicht baue ich mich auch hier hoch. Jawohl, hier sind wir drin. Hier noch eine Fackel ran. So. Na gut, aber hier sind überall noch Brücken, ne? Da ist ein Widder-Skelett. Komme ich hier runter? Ja. Ja gut, hier sind wir wieder da, wo wir vorhin schon waren. Aber wir könnten natürlich hier nochmal reingucken. Ja, die haben, glaube ich, eine ganz schöne... Ich wollte gerade sagen, eine ganz schöne Range, aber der ist ja wieder stehen geblieben. Ja, da ist noch ein Lohnspawner, ne? Der steht genau da oben. Der nächste Bro. Der hat mich diesmal nicht mal erwischt. Aber einen Schädel haben wir halt noch nicht gedroppt bekommen, ne? Und hier sind wir ja wieder fast auf dem Rückweg. Lohnspawner. Hier geht scheinbar nicht weiter. Oh, Kollege Widder-Skelett. Naja, hier sind wir runtergekommen, da könnten wir eventuell noch mal rüber, ne? Aber wie komme ich denn da rüber? Achso, da haben wir uns ja hochgebaut gehabt und sind dann wieder hier zurück.
Genau. Eigentlich könnten wir wieder rausgehen, ne? Ja gut, wir sollten uns nochmal Netherwarzen suchen, ne? Denn die brauchen wir ja spätestens, wenn wir verzaubern wollen. Also Zaubertränke machen wollen. Gut, die Lohe nehmen wir uns noch mit hier, das ist klar. Die lassen wir hier nicht so alleine rumfliegen. Ja, eine Route hat sie nicht gehabt. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder langsam Richtung zurück und schauen mal, ob wir eventuell... Oh. Ah, die können richtig schnell werden, ne? Die können richtig schnell werden, die Kollegen. Gut, hier geht's runter, ne? Hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Jawohl. Dann gehen wir hier mal runter. Ich denke mal, hier werden wir ein paar Netherwarzen finden können. Ah, hier vielleicht, ne? Hier vielleicht. Das könnte eventuell gut aussehen. Ja, wir sind ja auch ganz oben reingegangen, ne? So, wir müssen dann hier wieder zurück. Kisten werden wir bestimmt auch noch mitnehmen können. Gucke mal. Ein bisschen Gold, schadet nicht. Eisen und Pferdeharnisch brauchen wir nicht mitnehmen. Das ist Quatsch. Brauchen wir nicht. So, hier scheinen wir gegen eine Wand zu rennen. Naja, habe ich so gesagt. In die Richtung vielleicht noch mal. Ah ja, ich sehe Netherwarzen. Wir haben alles, was unser Herz begehrt. Sättel sollten wir mitnehmen, ne? Da hatten wir ja, glaube ich, keinen mehr. Und zurückzu nehme ich natürlich auch noch ein paar Enderperlen mit. So, sehr gut. Aber da brauchen wir auch Platz. So, wir können ja Netherrack noch loswerden. Gar keine Frage, gar kein Problem. Den hatten wir ja schon, ne? Jawohl. Gut, nehmen wir noch ein bisschen mit. Lieber haben als suchen, sage ich immer, ne? Schönes Motto. Solange wie es ins Inventar passt, alles gut. So, dann gucken wir hier nochmal hinter. Muss ich hier noch ein paar Kisten verstecken? Nope. Nö. Keine Kiste. Nicht schlimm. Sind wir nicht unbedingt angewiesen drauf. Aber ich denke mal, haben wir schon eine schöne Netherfestung, eine schöne gefunden, ne? Guck mal, jetzt haben wir hier auch Netherwarzen am Start. Aber hier geht's auch nicht weiter. Können wir eigentlich wieder runtergehen? Und können dann dementsprechend eigentlich die Heimreise antreten.
Hier waren wir ja in der Ecke, ne? Meine ich. Don't know. In jeder Ecke. Hier waren wir drin. Alles klar, da brauchen wir auch nicht weitergehen. Ja, hier war die Wand, ne? Ja, hier war wohl nichts mehr. Gut, hier geht's auch bis nach draußen. Dann, wie gesagt, machen wir uns wieder auf den Weg nach oben. Let's go. Was ist denn hier noch? Hier haben wir ja die... Oh, Kollege. Ah, hat er mich doch getroffen? Lass mich bloß in Ruhe. Genau. Gut, wir haben alles, ne? Warte mal, waren wir hier schon oben? Waren wir hier schon oben? Ich glaube schon, ne? Weiß ich schon wieder nicht. Ja, hier waren wir schon. Alles klaro. Dann brauchen wir hier nicht mehr weiter schnibbeln. So. Ja, ist schon gut, wenn man sich den Weg markiert. Ansonsten wäre ich mir jetzt, glaube ich, schon wieder unsicher, wo ich hoch muss. Gut. Okay, Leute. Wir geben uns zufrieden. Ich glaube, hier müssen wir zurück, ne? Oder eben auch nicht. Warte mal, da geht's ja noch. Alter, das ist ja wirklich riesengroß. Da ist der Spawner. Okay, wir kommen von da. Genau, wir kommen ja von hier. Hier war, genau, hier war der Glowstone, aber muss ich hier lang? Nee, ne? Nee. Ach, hier ist die Treppe, ich sehe es, alles klar. Alles klaro. Läuft. Oh. Oh, das ist heftig. Oh, oh, so ist das besser. Oh, die wollen gar nicht. Kohle und Knochen. Na komm, den anderen holen wir uns so. Hier muss ich, glaube ich, nicht lang, ne? Ah. Wo muss ich denn jetzt lang? Alter, was ist denn jetzt mit Return to Slender? Sende doch mal einen Feuerball hierher, Mensch. Affe. Erst große Klappe und dann ist dahinter, oder wie? Mal da drüben. Ja, wir müssen hier lang, ne? Wir müssen definitiv. Hä? Warum habe ich mir hier? Ach so, okay.
Weil ich hier hochgekommen bin. Wo bin ich denn vorher hergekommen? Nee, von hier nicht. Wenn dann von hier irgendwo, wa? Ja, gucke doch. Gucke doch, hier ist der richtige Weg. Sind wir gekommen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, was das für die Netherfestung. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Na? Wenn dem so ist, ihr wisst das, dann zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video informiert, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und meine Goldschuhe sind kaputt, oder was? Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens.